Jolo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flive. Ja, werde ich direkt angeschrieben. Ich mache jetzt auch direkt Messenger aus. Denn ich habe mich jetzt gerade eben zum allerersten Mal eingeloggt seit... Oh, habe ich jetzt überhaupt ausgemacht? Lol. Ja, doch. What the fuck? Gerade eben noch eine Nachricht bekommen. Und ja, erstmal maximalen... Was? Nach 3 Tagen offline kriegt man safe nicht den maximalen. Aber dann habe ich vielleicht, dass ich aufgegangen bin, nicht mehr abgeholt. Sonntag. Genau. Und ja, ich war jetzt seit Sonntag, wie gesagt, nicht mehr on. Und ja, bin anscheinend Lord geworden. Habe ich jetzt schon an mehreren Orten und Dingens gelesen. Und ja, was heißt das? Ich habe keine Ahnung. Als allererstes würde ich sagen, drücken wir mal L. Okay. Was zum Teufel ist das? Ich gebe dir die Möglichkeit, die unglaubliche Macht von Rises zu nutzen, welche alle Bewohner von Madrigal repräsentiert. Wer? Achso, ich wahrscheinlich oder was? Also, keine Ahnung. Call of Lord teleportiert einen Charakter zum Lord. Anger of Lord verbietet einem Spieler das Schreiben für einen gewissen Zeitraum. What the fuck? Echt? Sowas geht? Hä, und wie macht man das denn? Ah, lol, man kann... Echt jetzt? Das ist ja geil. Party of Lord, die Dauer der Party-Skills wird um 400% verlängert? Lol. Teleportiert den Lord seinem Charakter? Die Farbe seiner Textschrift ist anders. Die XP und Drop-Rate, ja gut, okay, die Lord-Buffs, die kennen wir. Angriff und Verteidigung und Statuswert um 15 erhöhen. Okay. Dann haben wir noch den Lord-Titel, den können wir gleich mal reinballen. Würde ich jetzt fast mal meinen. Ich werde gerade auf Dela angeschrieben, aber ich ignoriere es jetzt trotzdem mal. Mit A. Ja, gut. Und ja, wie gesagt, also ich bin jetzt Lord, wie gesagt, hab's halt nicht erwartet. Und ich habe auch schon im Forum gesehen, also über Steps Forum hat jemand Forum-Link geschickt. Da hat einen Thread eröffnet, wo ist der Lord oder Lord verschollen oder irgendwie so ein Scheiß. Und ja, ich meine, gut, okay, der kennt mich nicht anscheinend und deswegen, keine Ahnung, wusste der anscheinend nicht, dass ich weg bin. Und wow. Ah, oh, zum Glück sind die Sachen noch gekommen bevor. Aber oh, Leute, die Lordsteuern werden so die ganze... Ist der Posteingang eigentlich schon längst voll? What the fuck, so viele Nachrichten habe ich da. Ah, vielleicht können Flive-Nachrichten einfach immer reinkommen. Hier ist die Einnahme... Was? Hier ist der Einnahmestatus. 2016 96. 7746 Verkäufe. 0 Perin. Leute, also das wird jeden Tag geschickt, oder was? Wow. Okay. Ja, ich will euch das nämlich einfach mal zeigen, weil ich denke mal... 99% von euch waren noch nie dort und werden sehr wahrscheinlich auch niemals dort sein. Nicht um jetzt irgendwie überheblich zu klingen, aber ich meine, es ist einfach so. Also ich bezweifle jetzt mal, dass viele von euch dort werden. Zumal es ja sowieso erst ab Master geht und ja. Hier gibt es genau ein Perin oder was? Ne, ein Perin und dann nochmal 63 Mio. Wow, 12.506. Hä, Moment mal, aber das ist doch auch vom 6.9. Checke ich jetzt nicht ganz. Hä? I don't get it. Vielleicht soll ich es nicht löschen. Ah, hier ist auch vom 6.9. Ach so, das sind die verschiedenen Städte oder was? Das sollten sie vielleicht dazu schreiben. Das checkt doch kein altes Arschloch. Das ist wahrscheinlich Darkon oder Darkon 3 oder was weiß ich, was es ist. Ja, okay, das war es eh. Ja gut, es waren 3 Stück. Nee, Schwachsinn. Dann war es ganz klar Flaris mit dem Perin. Mit den 12.000. Dann wahrscheinlich... ASM 7.000? Echt? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ah nee, hier gibt es noch mehr. Achso, ja klar, für einen anderen Ding. Ja, genau, 302 Verkäufe, 6 Mio. 8.819 Verkäufe, 53 Mio. 10.000. Ja. Ja, dann wird's ganz klar, Darkon ist M. Oder ist vielleicht Darkon sogar das Höhere? Weiß ich gar nicht. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass es in NSM 53 Mio eingenommen werden. Ja, wobei doch, die ganzen Noobs, wenn die ihre Waffen beim NPC verkaufen, also jetzt Noobs nicht als Beleidigung, sondern einfach nur die Anfänger halt. Ich meine, die Waffen, die bei Hobos und so, die 40er Waffen, die sind schon 30, 40k wert. Und ich meine, da steht ja 8000, ich meine, oder nee, 800 Schwachsinn. Ja gut, okay. Ja, wobei, aber wenn man Pillen kauft, ich persönlich kaufe da immer meine Pillen, also meine Yellow Pills, die kaufe ich auch immer in SM. Ja, keine Ahnung. Egal, und da haben wir hier noch jetzt die ganze Zeit... die ganzen Lord-Sachen meine ich. Ich glaube, ich habe noch nie einen weiblichen Lord hier gesehen. Das wird aber jetzt eh mal übelst interessant, wie das überhaupt in Game aussieht. Ich glaube, es war noch nie ein Vibe-Lord. Zumindest nicht, dass ich es wüsste. Und ich habe ein Baby-Yeti bekommen. Geil, Omatico. Moment mal, ist es ein Blessed Clock of Light? Bitte sag mir. Es ist ein Seagod. Ficken. Ich wusste, dass es Seagod ist.
Ach, ich wollte es aber nicht wahrhaben. Und wir haben eine Limousine. Nice. Sieht man auch direkt Sachen nur noch 12 Tage haltbar. Eigentlich sollte da 14 stehen. Ja, komm, scheiß drauf. Löschen wir es mal. Titel für Lord. Warum steht der Titel für Lord? Das ergibt auch überhaupt keinen Sinn. Wenn dann... Naja, gut, Belohnung steht im Text, aber... Keine Ahnung. Ein bisschen crazy. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der Posteingang so voll gar nicht sein kann. Aber vielleicht hat es sogar geholfen, weil vielleicht konnte ihr dann noch mehr Food schicken oder so, keine Ahnung. Dann hat man hier die Anmeldegebühr auch noch zurückbekommen. Sehr schön. Das sind halt mega die Peanuts, aber egal. Wenn man bedenkt, was so ein Event kostet, aber egal. Okay, und der Rest ist anscheinend Food. Sowas brauche ich by the way nicht. Ist zwar nicht schlecht, aber wenn dann überhaupt... Also 8 bringen mir halt wirklich gar nichts. Also die... Ehrlich gesagt, ich habe... Wenn ich keine auf der Bank habe, werfe ich es jetzt tatsächlich wahrscheinlich weg. Aber ihr seht, wie klein mein... Inventarplatz ist. Nee, ich habe noch Hot Duck Duck 163. Ja, nee, also sowas ist schlecht. Sowas müllt mich ehrlich gesagt nur zu. Ich habe überhaupt keinen Platz für sowas. Deswegen sorry, aber... Ja. Oh, es ist sogar Penny wert. Nice. Ja, aber ich meine, es ist jetzt einfach schwierig. Und genau, dann schauen wir uns mal das CS an. Stellen wir uns mal irgendwo ein schattiges Plätzchen. Gönnen wir uns mal. Und ich werde jetzt auch unter der Woche wahrscheinlich nicht großartig was machen. Zumindest heute nicht. Wow, sieht die geil aus. Holy moly. Wow. Okay, gut, die Hosen sind ein bisschen... Warte mal, waren die Hosen bei den Schuhen dabei? Nee. Ja, ich bin geteilt. Also der Head sieht geil aus. Die Frisur ist chillig. Fast ein bisschen... Naja, Star Wars. Na naja, gut, okay. Star Wars mal 4 vielleicht. Dann vielleicht. Also Prinzessin Leia. Aber die Krone ist chillig. Er sieht nice aus. Einzige ist die Hose. Keine Ahnung, die ist so mega aufgeplustert. So aristokratenmäßig. Keine Ahnung. Ja gut, und die Schuhe sehen jetzt auch ein bisschen... Wie sieht's mit Türenschuhe aus? Ja, so sieht's halt fast besser aus. Oder was habe ich für CS-Schuhe eigentlich? Naja, genau, Snowman. Naja, es sieht da ja auch fast besser aus. Ja, die Schuhe taugen mir jetzt nicht so. Ja, es geht aber. Es ist cool. Auf jeden Fall mal was anderes, weil ich kenne halt echt nur das... ein Set-Effekt hat es ja nicht, ne? Na, okay. Dann gönnen wir uns mal noch den Yeti. Warum bin ich eigentlich so schnell? Oder kommt mir das gerade nur so vor, weil ich 3 Tage nicht gespielt bin? Okay, ich bin überhaupt nicht schnell. War jetzt nur wegen Rangzoom. Ja gut, okay, ist halt ein Baby-Yeti, ne? Dazu kann man jetzt, glaube ich, nicht viel sagen. Ist nicht mal ein Buff-Pad, leider. Na, egal. Und was haben wir dann noch bekommen? Das Bike. Ja gut, und den Glock, aber der ist... Sieht vielleicht geil aus, den werde ich wahrscheinlich direkt wegwerfen, weil mir nichts bringt. Und verskinnen kann man das ja. Also ich will es mal ausprobieren. Wir probieren das jetzt auch gleich mal aus, ob man das wirklich nicht verskinnen kann. Aber mir haben alle gesagt, dass man Target CS nicht verskinnen kann. Ich habe es noch nie ausprobiert, deswegen weiß ich es nicht. Aber anscheinend geht's nicht. Oh ja, fuck, lol. Retard. So. Schau mal. Ey. Naja. Oh, da finde ich dieses Blastcar aber fast geiler. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dieses mit den Flammen drauf. Ja gut, aber also ich finde es behindert, dass es an der Seite offen ist und dass man trotzdem so drauf sitzt wie auf einem Bike. Achso, Moment, das heißt ja gleich Limousinenbike, ne? Ja, das checke ich eh nicht. Check mal, wie schnell es ist. Aber trotzdem, ist irgendwie ergibt es keinen Sinn für mich, weil warum macht man Auto? Es gibt halt ein anderes Autofluggerät, da sitzt du drin und hältst ein Lenkrad und hier, weiß ich nicht warum. 318, was zum Teufel? 309, 320. Ja, Alter, halt die Fresse, ist das schnell. Meine Wings sind 279, glaube ich. Fuck, wo sind die? 269 sogar nur. Hey, wo bin ich denn hier? Achso, das ist Ostflausler. Ich dachte gerade, lol, wir sind so schnell. What the fuck, Alter? Irgendwie kommt es mir jetzt gar nicht so krass schnell vor. Aber ich meine, es ist einfach mal 50 km/h schneller. Man merkt es jetzt vielleicht selbst nicht, weil man jetzt keinen Vergleich hat, weil wir vorher nicht mit den Flügeln geflogen sind, aber das ist halt übelst krass schnell. Ich weiß gar nicht, was das Schnellste da... Also ich glaube, das könnte sogar das Schnellste sein. Also diese Metric Galaxy-Dingens, fliegt mit einer hinterher oder ist das jetzt Zufall? Ja doch, es ist schon deutlich langsamer jetzt hier. Übelst.
Übelste Krise. Fliegt man gleich mal nach Nordflares, um das kurz zu checken, ob man das Lord CS verskinnen kann. Wäre nämlich chillig. Hätte ich jetzt nichts dagegen. Ich finde es so, in der kleineren Ansicht sieht es eigentlich fast geiler aus, als jetzt in der großen Ansicht. Meiner Meinung nach. Jetzt kurz können wir den Glock trotzdem tragen, dass wir das volle Lord-Outfit haben. Was habe ich denn? Ja gut, Christmas Shoes sollte man jetzt vielleicht nicht verskinnen. Überskinnen. Es geht zwar eh nicht. Fuck, ich wollte Hut niesen, hab mich kurz gemutet und dann kam es nicht, Alter. Und jetzt ist der Druck wieder da. Ich hasse es. Ja, ich hab mich halt... Es war halt übelst warm. Ich bin die ganze Zeit mit T-Shirt rumgelaufen. Ich hab's irgendwie geschafft, mich trotzdem zu erkälten. Na, scheiß drauf. Ja, zumindest habe ich eine zu Nase, ansonsten nicht. Ja gut, ich bin saumüde, aber das bin ich eigentlich immer. Unter der Woche, wenn ich aufstehe. Ja, fuck, was machen wir jetzt? Das ist fast Kind. Ja, komm, scheiß drauf, dann probieren wir es einfach mit den New Year Shoes. Das geht eh nicht, von daher ist scheiß drauf. Aussehen als altes Geräusch gerade. Ja genau, New Year Shoes. Die habe ich, glaube ich, mal für 50 Mio oder so gekauft. Ja, war klar. Fuck, okay, geht nicht. Ach so, Leute, da steht doch... Alter, bin ich behindert? Das stand doch gerade nicht da. Das ist doch scheiß... Die Effekte standen doch gerade nicht da, oder? Ach, Lava, kein... Da stand halt gerade safe nichts. Oh mein Gott, bin ich blind? Fuck me, Alter. Junge. Aber vielleicht mein Interface wieder einblenden. Ja. Chillig. Weiß halt jetzt nur nicht, warum ich gewählt wurde, weil... Ich war jetzt schon 100.000 Mal aufgestellt und mich hat kein Schwein gewählt. Ich war noch nie Zweiter. Und jetzt war ich Erster. Obwohl Money Styler aufgestellt war. Den ich auch letzte Woche gewählt, vorletzte Woche gewählt hatte, als Dingens aufgestellt war. Gone over und Lord wurde. Weil er einfach schon Lord war. Und ich dachte auch, dass es diesmal wieder wird, weil ich meine, er war der Einzige, der schon mal Lord war, als aufgestellter. Oder zumindest weiß es bei Nana nicht, aber ja, das waren ja mehr so, ich sag mal, keine Leute, die man jetzt einfach so zum Lord wählt. Oder vielleicht Narikan, oder ich weiß nicht ganz genau, wie der Name war, sorry dafür. Der, wo im GW bei Mystical so, ich sag mal, heftig war. Ja, wobei doch, er war schon heftig für den Blade, er hatte doch irgendwie 33 Punkte, sag ich mal, der übelst krass. Genau. Und da dachte ich eigentlich, dass es einer von den beiden wird. Und außerdem zu dem Thema, weil im Forum hat einer geschrieben, ja, warum lässt er sich aufstellen und ist dann nicht online? Was ist das denn für einer? Der etwa in Real Life? What the fuck? Ja, ich meine, kannst schon irgendwo verstehen, mich würde es auch ankotzen, aber ich meine, ich habe nicht einmal irgendeine Versprechung gemacht, dass ich Events machen werde. Also ich werde wahrscheinlich Events machen, aber ehrlich gesagt habe ich nicht wirklich Bock drauf, jeden Tag Events zu machen, weil ganz ehrlich, erstens mal ist es schweineteuer und zweitens mal, also ich sicherlich werden auch Leute was spenden, das ist wahrscheinlich, hoffe ich zumindest mal. Ja, das, was kann man jetzt hier machen? Lord-Event oder was? 5%. Ach so, lol, man kann auch weniger als 50. Ja, gibt's... könnt ihr von mir aus permanent 5% haben? Oh man, das ist dann Wählerbuff-like. Oh boy. Oh boy. Meinte ich natürlich. 4 Milliarden kostet es. Halt die Fresse. Wow. Wirklich? Das kann ich halt 20 Mal machen, danach habe ich kein Geld mehr. Halt die Fresse. Ich dachte immer, XP-Event kostet nur 1 Milliarde und Drop-Event 2 Milliarden, Leute. Was haben die immer für Scheiße gelabert? Das ist halt das, was mich so ankotzt in Flife. Die Leute erzählen einfach irgendwas. Die haben keine Ahnung. Erzählen es dir und du erzählst es weiter und du bist dann der Idiot. Das ist so schlimm in dem Spiel. Also ich finde, es ist in keinem Game so schlimm wie in Flife. Meiner Meinung nach. Ah lol, Moment mal, das XP-Event kostet doch... Da kostet das Drop-Event 3 Milliarden, oder was? Okay, dann nehme ich zumindest das zurück, aber das mit dem Drop-Event stimmt dann trotzdem nicht. Weil der mal alle gesagt haben, 2 Milliarden Drop, 1 Milliarde XP. Das kann man nur hier starten, oder was? Über L nicht, ne. Und was, L kostet nix, oder was? Die kann man unendlich oft machen. Kann ich mich doch selber buffen? Ey, let's go. Okay, das ist cool. Achso, es hat... es hat einen 60 Minuten Cooldown. Fuck. Was? Echt jetzt? Wow. Toll, das hätte mir mal einer sagen müssen, ey, scheiße. Okay, das ist mir jetzt neu. Fuck. Okay, das war jetzt nicht so geil. Scheiße. Tja. Okay, hier gibt's natürlich nichts. Dann hier gibt's auch nichts. Ich schau jetzt einfach nochmal durch. Ich weiß, dass es da eigentlich nichts gibt. Da steht noch die übrige Zeit. 11 Tage, 7 Stunden, Alter. Oh Gott. Mich würde der ganze Server hassen, weil ich überhaupt keine Events machen werde. Alter, das ist ja mal... Also okay, das XP-Event, das geht ja noch 1 Milliarde. Ich meine, da kann man mal täglich eins raushauen. Easy. Aber fuck, warum, was mache ich die ganze Zeit?
Das Drop-Event ist, warum kostet es 3 Milliarden, ey? Holy shit, 3 Milliarden. Es sind halt nur 50%, das ist halt nicht mal so krass. Also ich habe beim Lord-Event nicht wirklich sehr viel besser gedroppt. Drop-Event, Lord-Drop-Event. Also habe ich echt nicht viel krasser gedroppt. Lol. Na ja, gut, aber das mit dem Halbwissen stimmt trotzdem, ja. Also erstens mal stimmt es, ja. Ich meine, Drop-Event wurde mir immer gesagt, 2 Milliarden XP, wenn 1 Milliarde, aber das ist halt das, was einfach so nervt. Aber deswegen, ich glaube auch niemandem mehr, der mir einfach irgend so random Facts erzählt. Wenn es im Forum nicht steht, glaube ich es nicht. Im Wiki meine ich natürlich. Oder ich sag mal, gut, es kommt natürlich darauf an, wer es mir erzählt. Ich meine, wenn es einfach irgendein Random ist, den ich noch nicht zuvor gesehen habe oder gehört habe oder keine Ahnung, wer das ist, dann ist es natürlich, also natürlich nur, was so Sachen angeht. Ich meine, wenn der mir erzählt, er heißt, was weiß ich, Kevin, ja, dann wird er wohl kaum lügen, oder selbst wenn, es ist mir scheißegal. Aber ich meine jetzt bei so Flav-basierten Sachen, weil vieles weiß ich ja mittlerweile auch besser als jetzt, sagen wir mal, vor 2 oder 3 Jahren. Genau. Ja toll, ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Ja fuck, eigentlich müsste ich dann jetzt alle. Soll ich einfach irgendeinen Random buffen? Komm, buffen wir irgendeinen Noob, aber der muss auch da sein, weil sonst kann er sich nicht drüber freuen. Ja, jetzt ist halt der beste Buff ist jetzt halt verschwendet. Ja, komm, ich hab's nicht gewusst, ja. Ich dachte, die haben vielleicht gar keinen Cooldown. Oder ehrlich gesagt, ich habe gedacht, die kosten Geld. So, wer läuft denn hier rum und könnte gleich leveln gehen oder so? Jeder Statuswert plus 15 ist schon heftig. Raw X, na, sieht jetzt nicht wirklich aus wie ein Beginner mit Rudolf Head. Ey, ihr wisst so einen richtigen Noob, Alter, wisst schon. Ja, genau sowas, die, aber die scheint AFK. Da läuft einer rum. Da, der da. 3 Promille, das war jetzt nicht der geilste Name, aber scheiß drauf. Geben wir ihm. Was, er rennt weg, er ist verwirrt. Oh mein Gott. Kann ich ihm noch was geben? Na. Wahrscheinlich war das jetzt so übelst der Shop-Char, der niemals leveln geht oder so. Jetzt übelst der Waste. Ich meine, er hat eine Stunde Zeit, selbst wenn er es jetzt nicht vorhatte. Kann er sich ja noch entscheiden. Oder ist jetzt auch AFK ernsthaft? Oder er probiert mich anzusehen. Maybe. Ich habe, wie gesagt, ja, mich würden jetzt 100.000 Leute anschreiben, wenn ich jetzt durch Flares laufe, warum ich nicht online war, warum ich keine Events mache und so einen Scheiß. Das wollte ich euch jetzt ersparen und mir selber auch. Den Glock werfe ich mal. Oder soll ich den weg? Ja, komm, ich werfe ihn weg. Scheiß drauf. RIP. Ja, komm, Alter, er ist erstens mal hässlich. Okay, vielleicht nicht hässlich, aber, naja, doch, eigentlich schon. Also, oh, die Kotnascher, Schokoladenbombe. Oh, Mann. Alter, ich finde das CS jetzt sau cool. Oh, ich will das immer haben. Also, ab sofort wählt ihr mich jede Woche, jede 2 Wochen zum Lore. Weil ich weiß nicht, ob es 2-mal hintereinander überhaupt geht, aber ich glaube nicht. Sonst wäre Gonova wahrscheinlich auch wieder, oder er hatte kein Geld mehr. Alter, aber wenn ich mir das so vorstelle, das ist schon krass, was der für Events rausgehauen hat. Ich weiß, es wurden auch, einiges wurde auch gespendet, klar. Er hat ja auch oft Spendenshop offen. Ich weiß zwar nicht, ob der immer leer war, aber keine Ahnung. Da wird bestimmt auch was drum rumgekommen sein, aber der hat ja so viel Drop-Events gemacht. 4 Milliarden, ey. Holy moly. Ja, das ist schon krass. Schick, schick. Ich weiß. Ich bin sexy. Ich finde das weibliche halt 10-mal geiler. Also ich finde das männliche ehrlich gesagt nicht so geil. Ich finde beim männlichen sieht echt nur die Stude chillig aus. Weil bei der Krone ist so eine komische Frisur dabei. So eine Milchbubi-Frisur, die ich echt nicht abkann. Und hier ist es halt so übelst edel mit der Krone, mit dem Diadem. Sieht halt mega chillig aus. Einziges sind halt echt die Schuhe. Aber das Problem ist halt, die anderen... Ja, wenn überhaupt, finde ich Tyrant, aber so ganz passt es. Ja, ich brauch's halt was Goldenes. Und jetzt kommt mir nicht mit diesen dämlichen Schwimmflossen da mit den Gelben. Ganz sicher nicht. Die kann man, glaube ich, eh nicht. Oder gibt's die F? Ich glaube nicht, die sind gleich nur M. Aber egal, auf jeden Fall. Was das mit der sogenannten Lord-Folge? Ja, ist halt relativ, weiß ich nicht, überraschend gekommen. Deswegen... Also heute werde ich wahrscheinlich einfach echt nichts machen. Oh, Leute, steht da sogar. Gone over. Der mit seinem Knuckle. Wow! Mysterious Pills für 500k? Gar nicht mehr so teuer. Die Einheit einfach mal 12.000. Das sind die besten Pillen im Spiel. Eigentlich könnte ich sie sogar fast kaufen. Wie viel sind das? 400. Da gibt es nämlich auch einen Titel. Wenn du 30.000 foodest, dann hat der Pet Ainer. Lol. Diese Rechtschreibung. Oder jetzt mit Absicht falsch geschrieben. Da gibt es für 30.000 den Titel Mysteriöser Medizinmann, aber 250 mir ist jetzt auch ein bisschen zu teuer. Aber egal. Auf jeden Fall, ja, würde ich sagen, war es das. Ich weiß, dass Matrix Galaxy Event ist, aber ich dachte mir, jetzt machen wir die Folge mit Lord und dann nächste Folge schauen wir uns Event an und so. Und ja, genau. Ich, keine Ahnung, hab nichts mehr zu sagen.
Ich weiß, war jetzt nicht die spannendste Folge vielleicht, aber ich habe es euch jetzt einfach mal gezeigt, wie das so aussieht, wenn man Lord ist. Ich wusste es ja selber bis gerade eben nicht, wie das so aussieht und so. Alter, was geht denn gerade ab? Mir hier die Lags hier. Aber es ist nicht aufnahmebedingt. Ja, in der Aufnahme war gerade nichts, also war es wahrscheinlich nur Flaris. Ja, wobei, eigentlich müssten wir das hier auch nochmal ausprobieren. Wartet mal kurz, wir probieren das jetzt auch mal noch kurz aus. Also warte mal, teleportiert einen Charakter zum Lord. Nehmen wir jetzt einfach mal, hat er einen Shop offen? Ja. Ja, natürlich keinen mit Shop nehmen, nehmen wir irgendeinen AFK-Bobby. Und nehmen wir jemanden aus der Gede. Da. Nehmen wir Lars. Der wird zwar übelst pisst sein, aber egal. Ach so, man muss es eingeben, oder? Ah, Leute, dann kann ich jeden nehmen, oder was? Da kann man ja übelst tröllern, ey. Aber das hat wahrscheinlich auch eine Stunde cooldown, oder? Oh, Mann. Wollen wir ihn jetzt richtig hart verarschen? Er wird mich jetzt sein Leben lang hassen. Warte, dann nehmen wir schnell gehen. Teleporter geht schneller. Ach, komm jetzt. Add mich doch nicht hier. Ach, ich hab schon wieder drauf geklickt. Alter, ich klicke halt alles falsch an. Wo will er denn am allerwenigsten sein? Hier, Garden of Rises. Okay. Oh Mann. So behandelt man seinen ehemaligen Genleiter. Oh mein Gott. Und das hat 60 Minuten Cooldown. Was ist das für eine Scheiße? Und das funktioniert dann wahrscheinlich auch in Dungeons, oder? Weil ich kann mich ja auch zu einem teleportieren lassen. Warte, was war das? Er hat dann das auch... Nee, Shadow Lord wird keine. Stunde cooler Name. Oh Mann, ey. Der Kerl ist zum Glück AFK, sonst wird es jetzt fett Dresche geben. Teleportiert den Lord zu einem Charakter. Ah fuck, jetzt weiß ich nicht, wer vor scheiß Skadenhaus stand. Ey gut, ich kann mich jetzt nicht zu irgendwem tippen, weil sonst lande ich in irgendeinem Dungeon oder so. Das wäre jetzt auch nicht so chillig. Ja, wobei eigentlich geht's nicht. Ich glaube Dungeons gehen nicht. Scheiß drauf, wen nehmen wir denn? Ah, ich weiß wen. Falls er online ist, aber er ist immer online, von daher. Ah, er ist auf meinem anderen Channel. Fuck it. Wer ist denn Channel 1 hier? Was zum Teufel? Ah, ich weiß wer. Damn it! Ich drücke halt alles falsch. Leute, ich dachte gerade, der Prankster wäre noch jemand, ey. Damn. Oh Leute, ist in der PvP. Na, aber sowas dachte ich mir schon. Ey, chillig. Und das hat jetzt auch eine Stunde cool. Nee, das hat nur 9 Minuten, okay. Was ist das für eine Logik? Ach so, damit du Leute nicht so hart verarschen kannst, okay. Anger of Lord. Verbietet einem Spieler das Schreiben für einen gewissen Zeitraum. Ja gut. Ja, das kann ich bei Dela mal ausprobieren. Wartet mal. Wo steht der? Neben Vega. Ups. Da irgendwo. Beweg dich mal. Ah, da vorne. Okay. Dann schreibe mal ASD. Geht. Und jetzt. Ah, es hat aber 2 Stunden Cooldown. Alter! Du kannst nicht schreiben, weil es dir der Lord vom... Was ist das für ein Scheiß, Alter? Das habe ich halt noch nie gesehen. Wow, er kann halt jetzt echt nicht mehr schreiben. Warte mal, geht gerufen noch? Nö. Geht Gilde noch? Nö. Lol, er kann halt echt nirgendwo mehr schreiben. Es kommt überall, du kannst nicht schreiben, weil es dir der Lord verboten hat. Wow. Das ist cool. Okay, Party of Lord können wir jetzt gerade nicht probieren. Dann haben wir nur noch Shout of Lord. Warum ist 9 eigentlich frei? Weil da eigentlich nur ein Dings ist, ne? Vote me for no reason können wir gleich mal wegmachen. Ah. Hätte man das vorher machen müssen, oder was? Hey, wie funktioniert das? Ey, let's go. Oh Mann, jetzt denken die alle, ich bin komplett behindert. Nice. Ja, man muss es ja mal ausprobieren, ganz ehrlich. Ja. Wer bin ich? Jesus? Woher soll ich das wissen? Ehrlich gesagt, da kann man aber den Streifen jetzt dafür benutzen, weil ganz ehrlich, ich habe auf der normalen Leiste für so einen Scheiß keinen Platz. Da kann man das nämlich auch immer rausziehen, jede Stunde, weil die Skills gehen eh nicht die ganze Zeit. Kann man das immer rausziehen, wenn man es braucht. Das sind hier jetzt die Buffs links. Dann hier Shadow of Lord, das werde ich vielleicht auch ein paar Mal benutzen. Anger of Lord, das werde ich wahrscheinlich gar nicht benutzen. Call of Lord ist ganz chillig. Teleport. Und Party of Lord. Ja gut, den kann man tatsächlich mal da oben lassen, weil die werde ich wahrscheinlich öfter benutzen.
Und dann kann man den Scheiß hier nämlich, das ist dann schon noch drin, wenn ich es wieder rein und rausziehe. Ich habe die Leiste halt noch nie in meinem Leben benutzt. Ich wusste zweimal, dass sie da ist, genauso wie die Leiste. Da ist ja noch eine. Ich weiß zwar nicht, wer die alle braucht, aber ich nicht. Wenn man die jetzt noch drehen könnte, könnte man hier so ein Viereck bauen. Oder ein Rechteck. Auf jeden Fall, ja, sind da jetzt die Lord-Sachen. Ich darf es noch nicht vergessen, dass die da drin sind. Sonst finde ich sie nicht mehr. Caparino. Nee, aber... Genau, dann haben wir alles ausprobiert. Ich finde es ganz lustig eigentlich. Ja, gut, vielleicht mache ich jetzt dann ein XP-Event oder so, aber ja, ich muss dann erstmal schauen, wie ich das mache. Also ich werde vielleicht einfach sagen, okay, einen gewissen Betrag werde ich dafür opfern. Es ist weit einfach wirklich nicht gibt. Also ohne Scheiße, ich wollte nicht, also natürlich wollte ich schon Lord werden, das hätte ich mir nicht aufstellen lassen, ja. Ich will ja jetzt nicht komplett lügen hier, aber ich meine, dass ich dachte wirklich nicht, dass ich es werde, ja. Und ich glaube nicht, dass es irgendjemand dachte, dass ich es werde. Oder, keine Ahnung, vielleicht dachten es auch schon viele. Ich weiß ja nicht, wer mich gewählt hat. Also ich weiß ja nicht, ob hier irgendjemand mich mit 100 Chars gewählt hat oder so. Keine Ahnung. Ich habe mich gewählt mit all meinen Chars. Nee, stimmt nicht mal, habe ich nicht. Ich habe mich nur mit Dela und Asim. Oder nee, doch nicht. Ich weiß, es ist seit vor 3 Tagen gewesen. Und mir kommt es halt vor, als wäre es vor 2 Wochen gewesen. Waren die 3 längsten Tage in meinem Leben. Naja, eigentlich nicht. Ja, wobei doch. Naja, heute war saulang. Heute war ich richtig. Heute hat sich angefühlt wie 3 Tage am Stück. Weil die ganze Zeit nur so langweilige Scheiße gemacht haben. Ja gut, egal. Auf jeden Fall danke fürs Einschalten. Macht's gut, haut's rein. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.